Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Ich mache das heute mal ein bisschen spannender. Ja, und wie gesagt, Thema Inflation und was bedeutet das eigentlich fürs Geld? Ich habe hier einen sehr schönen alten Geldschein, 50 Millionen Mark. Die waren damals noch nicht mal, die waren nur noch von einer Seite bedruckt, weil das Drucken länger dauerte und der Geldkraft schon zu schnell ging. So, was passierte damals mit dem Geld? Jo, genau das kann das jeder sehen. Ja, und genau das passiert aktuell mit unserem heutigen Geld mal wieder. Und gleich verbrenne ich mir die Pfoten. Nein, mache ich nicht, deswegen steht der Teepot hier. So, das waren 50 Millionen und heute verheizen wir, wir sind heute großzügig, Herr Specht, wir verheizen heute mal 150 Millionen, ja, weil es so schön war. Ja, das passiert aktuell. Ja, noch nicht ganz so heftig und noch nicht in ganz so großer Zahl. Mit den Scheinen hier, die kennen Sie. Letztes Mal hatte ich einen echten dabei, diesmal ist es ein... Habe ich heute noch in der Hand gehabt, insofern... Kopierter. Das schmerzt ja schon ein wenig. Ja, das passiert aktuell mit Ihrem Geld. Wir werden hier gerade alle enteignet. Ja, wie fühlt sich das an? Boah, das bereitet doch echt Schmerzen, oder? Ja, vor allen Dingen verbrenne ich mir gleich die Flossen. So, genau. Also nochmal herzlich willkommen. Inflation, Geldentwertung ist heute das Thema. Einfach als, genau, es qualmt und dampft hier immer noch. Es brennt immer. Es brennt immer noch, obwohl da ordentlich Wasser drin ist. Schied egal. Ja, vom Ersten Weltkrieg sah das Geld so aus. 1000 D-Mark. Wir gucken, dass wir die Sachen hier hinten immer noch mal auf dem Bildschirm mit einblenden. 1000 Reichsmark, beziehungsweise, ja, das war eine Reichsbanknote. Da vielleicht noch mal ganz interessant, ja, mit dem Thema habe ich mich befasst. Wenn man das mal mit dem heutigen, aktuellen Geld vergleicht. Baufinanzierung? Schütt.